Guten Abend, meine Damen und Herren, ARD und ZDF gemeinsam im WDR-Studio und mit uns, wie üblich an Wahlabenden, die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien und eine Sprecherin der Grünen. Ich begrüße Bundeskanzler Helmut Kohl für die CDU, Willy Brandt für die SPD, Martin Bangemann für die FDP und Jutta von Ditfurth für die Grünen. Die erste Frage hat mein Kollege Peter Huppen vom ZDF. Ja, Herr Bundeskanzler, das sollte heute ein Halbzeittest auch für Ihre Regierung werden. Nun hat es in Berlin geklappt, im Saarland gab es einen Reinfall, in Hessen gehen die Zahlen auch zurück. Woran lag es, am Bund oder doch am Land? Ich glaube, dass eine jede Regierungspartei, eine Regierungskoalition in der Vergangenheit, mitten in der Periode Bonner Regierungskoalition, Probleme hatte. Wir haben heute, wenn Sie so wollen, Licht und Schatten. Für uns ist es schmerzlich, dass wir die Wahl an der Saar verloren haben. Da gibt es gar kein Deuteln. Das ist ganz eindeutig das Ergebnis. Für uns ist es ein sehr gutes Ergebnis, dass wir uns in Berlin mit Eberhard Diepgen in einer sehr guten Weise durchsetzen konnten, einer Stadt, die ja von Haus aus keine CDU-Hochburg ist. Wenn Sie einmal die alten Zahlen, die noch Willy Brandt in den 60er Jahren mit über 60% erreichten, in Vergleich setzen. Und wir haben in Hessen unterschiedliche Ergebnisse. Nach den jetzigen Hochrechnungen hat sich Walter Wallmann bei einer sehr, sehr hohen Wahlbeteiligung erfreulicherweise wieder durchgesetzt. Wir werden das alles sehr im Detail prüfen müssen, wie die Einzelergebnisse zu bewerten sind. An der Saar ist ganz sicher, das hat ja auch Werner Zeyer deutlich gemacht, dass es uns nicht gelungen ist, im lokalen Bereich der Saar die größere Kompetenz zur Lösung der wirtschaftspolitischen Fragen, die dort ganz besonders schwierig sind, deutlich zu machen. Es lag natürlich nicht nur am Land. Ich bin der Letzte, der jetzt sozusagen beim Sieg alles auf den Bund zieht und bei den Niederlagen alles auf das Land. Wir müssen diese Niederlage an der Saar selbstverständlich gemeinsam tragen, zumal unsere Freunde dort ähnlich wie in Berlin und ähnlich wie in Hessen wirklich gekämpft haben. Ich konnte das ja vor Ort eindeutig beobachten. Was in der ganzen Entwicklung besonders interessant ist für die Bonner Arbeit, ist natürlich die Stärkung der FDP. Aber ich denke, darüber werden wir gleich noch einmal zu sprechen haben. Mit einem Wort: Es ist Licht und es ist Schatten für die CDU an diesem Abend aus diesem Wahlergebnis zu erkennen. Herr Brandt, Ähnliches trifft für Ihre Partei zu. Wenn Sie den großen Erfolg von Oskar Lafontaine, den SPD-Spitzenkandidaten an der Saar, abwägen mit dem tiefen Einbruch Ihrer Partei in Ihrer alten Stadt, wie ist Ihnen da zumute? Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich meinem Freund und Vorstandskollegen Oskar Lafontaine ganz herzlich gratuliere. Das ist ja nicht nur eine wichtige Entscheidung für das Saarland, sondern das ist auch eine Veränderung im Bundesrat. Und im nächsten Jahr wird man sehen, was Niedersachsen bringt, was den Bundesrat angeht. Ich komme gerade hierher aus einem Gespräch mit Johannes Rau, der ist ganz fröhlich. Der denkt, dies ist ein guter Auftakt für die Wahl in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai. Saarland und Hessen zusammengenommen. Hessen werden wir morgen ein bisschen genauer wissen. Meine Zahlen sehen so aus, dass die SPD in Frankfurt 5% zugelegt hat. Hätte man sich noch ein bisschen mehr wünschen können, dass sie in einer Reihe anderer Städte bis 9% zugelegt hat. Das ist so schlecht nicht. Berlin tut mir leid. Natürlich tut es mir sehr leid. Der Sonderfall Berlin an diesem Abend, und ich hoffe, dass meine Partei in 4 Jahren in einer besseren Situation sein wird, nach der notwendigen Reform, die ihr bevorsteht, um mit größerem Erfolg sich um das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner zu bemühen. Ist Herr Worms auch so fröhlich, wenn er auf Nordrhein-Westfalen blickt, wie Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen? Betrachten sehe ich keinen Grund für die Fröhlichkeit der Sozialdemokraten. Nach diesem Ergebnis ist es ja doch offenbar, dass in NRW wahrscheinlich die Grünen an der Kippe stehen werden und die FDP mit Sicherheit drin sein wird. Und dann wollen wir mal weitersehen. Ich denke, es ist heute Abend nicht der Platz, über Nordrhein-Westfalen bereits seine Philosophie aufzustellen. Ich sehe jedenfalls eine gute Chance, dort gut abzuschneiden. Herr Minister Bangemann, gerade Parteivorsitzender geworden und schon Wahlergebnisse, die die FDP stabilisieren, die auch die Koalition in Bonn vielleicht stabilisieren. Tröstet das Sie darüber hinweg, dass Sie in Saarbrücken trotzdem nicht in der Regierung sind und vielleicht in Berlin auch nicht sein werden?
Dazu bedarf es keines Trostes. Es geht uns ja nicht in erster Linie darum, an einer Regierung beteiligt zu sein, sondern es ging in Berlin zunächst mal darum, einen regierungsfähigen Senat wieder zustande zu bringen, wie auch immer letztlich das Ergebnis aussehen wird. Berlin kann regiert werden. Und das war, glaube ich, eines der wichtigsten Wahlziele der FDP, auch in Berlin, auch für die Berliner Parteifreunde. Und Walter Rasch hat das sehr gut gemacht. Und ich weiß nicht, ob Sie mich noch trösten müssen, wenn wir im Saarland zweistellige Wahlergebnisse erzielt haben. Und das ist ja eine Bestätigung im Übrigen auch dafür, dass die FDP, wenn sie geschlossen auftritt und ihre Politik so deutlich macht, wie das Horst Rehberger geschafft hat, auch aus eigener Kraft Wahlergebnisse zustande bringt, die bisher scheinbar nicht möglich zu sein schienen. Also ich bedarf keines Trostes. Ich dachte eigentlich, ich sei hierher gekommen, um Glückwünsche von Ihnen entgegenzunehmen. Aber so ist die Welt. Wie kommt das, dass ich den ganzen Abend schon an das Landtagswahlergebnis von Hessen denken muss, wo die CDU auch kräftig zur Ader gelassen wurde und die FDP eigentlich dadurch, dass sie die CDU zur Ader gelassen hat, so glänzend abgeschnitten hat? Ist das nicht in etwa vergleichbar mit dem, was in Saarland passiert ist? Nein, das glaube ich nicht. Wenn Sie die beiden Wahlergebnisse mal vergleichen, das in Berlin und das im Saarland, dann werden Sie feststellen, dass wir im Saarland, wo es keine Zweitstimme gab, ein zweistelliges Ergebnis erzielt haben und in Berlin ein sehr gutes, über 8%. Und in Berlin gab es eine Zweitstimme. Und das widerlegt auch das, was immer wieder behauptet wird, es gäbe da so eine Art von Leihstimme. Das gibt es nicht. Dort, wo der Gesetzgeber eine Zweitstimme verankert hat, hat er das aus gutem Grund gemacht, auch in der, auf den Blick darauf, dass ein Wähler unterschiedlich wählen kann. Und da, wo das nicht der Fall ist, da gibt der Wähler seine Stimme ab, je nachdem, welche Partei er unterstützen will. Und es ist ganz eindeutig, die FDP, Sie haben doch sicher gedacht, wenn ich jetzt heute Abend hier sitze, muss ich erstmal erklären, warum ich nun zwei Wahlniederlagen als neuer Vorsitzender gleich erlitten habe. Und das Umgekehrte ist der Fall. Das ist doch eigentlich ein erfreuliches Ergebnis. Herr Bundeskanzler, da wachsen neue Ansprüche der FDP an die Koalition heran. Das glaube ich überhaupt nicht. Die Koalition in Bonn arbeitet in einer vorzüglichen Weise, auch in einer menschlich sehr angenehmen und vorzüglichen Weise. Wir sind unterschiedliche Parteien mit unterschiedlicher Programmatik. Dieses Wahlergebnis, so schmerzlich es an der Saar und in Teilen von Hessen für uns ist, ist kein Wahlergebnis, das sozusagen die Bonner Koalition in irgendeiner Weise, in ihrer Atmosphäre, in ihrem politischen Wollen, in ihrem klaren, in sich abgestimmten Programm verändern wird. Frau Ditfurth, die Grünen haben einen großen Anlauf an der Saar genommen und sie sind ins Wasser gefallen. Sie haben es bei diesem Anlauf nicht geschafft. Die Kollegen von der Alternativen Liste in Berlin sind groß rausgekommen. Wie sagen Sie es Ihren Kindern im Bundesgebiet, warum es an der Saar daneben ging? Also wir haben im Bundesgebiet sicher keine Kinder, sondern eine ganze Menge verschiedene Menschen, die uns wählen. Ich finde das Wahlergebnis insgesamt sehr interessant, weil es zeigt, überall dort, wo die Grünen sich zu sehr an die SPD angepasst haben, zu unklare Aussagen gemacht haben in Bezug auf diese möglichen rot-grünen Mehrheiten. Überall da hat die SPD zugelegt oder die Grünen sind nicht sehr gut weggekommen. Aber im Saarland war die Position doch einig. Im Saarland hat es lange gedauert, bis eine Position klar war, wenn Sie sich erinnern. Da hat es lange gewackelt und außerdem Saarland noch ein extra Fall, weil es einen relativ kleinen Landesverband gibt und weil es dort Lafontaine gelingen konnte, ohne dass er bisher den Nachweis erbringen musste, dass man Ökologie, seine Form der Wachstumspolitik, Raketen weg und so weiter, alles miteinander verbinden kann. Und wir erwarten, dass diese Seifenblase, dieser Lafontaine-Bluff sich ziemlich bald als solcher herausstellen wird. Aber noch zu Berlin, wenn ich sagen darf vielleicht. Ich finde es interessant, dass in einer Stadt zum Beispiel wie in Berlin, wo ja eine ziemlich Hetze betrieben wurde mit der Behauptung, die Alternative Liste wolle dort die Bürger vom Auto wegzwingen, die Position Ziel autofreie Stadt und das zu verwirklichen über die technischen und ökonomischen und sonstigen Voraussetzungen, dass dort